Hallo und Servus zu den News dieser Ausgabe. Die fallen mit nur 3 Spielen saisonbedingt etwas dünn aus, dafür zeigen wir euch die Titel umso länger. Und los geht's auch gleich mit Donkey Kong Barrel Blast. Also ich stelle mir das ja so vor. In der Nintendo-Zentrale in Japan hat man sich überlegt, welche unserer Marken haben wir denn schon lange nicht mehr benutzt, was könnte man denn mal wieder aufwärmen? Und da ist natürlich sofort der Name Donkey Kong gefallen. Und weil man gerade so schön dabei war, hat man sich auch überlegt, welche Hardware haben wir denn schon lange nicht mehr benutzt? Und da sind einem natürlich sofort die Bongos aus Donkey Kong eingefallen. Und diese beiden Dinge kombiniert ergeben doch ein ideales, Rennspiel. Wir wissen nicht, welche Unterhaltungschemie die Nintendo-Designer zu sich genommen haben, aber das Spiel ist ganz okay. Hier seht ihr die US-Version, da ist das Ding schon draußen. Und Donkey Kong Barrel Blast ist tatsächlich ein Rennspiel, bei dem man halt trommeln muss, um, Gas zu geben und zu lenken. Wer keine Trommeln mehr zu Hause hat, weil er Donkey Kong gar nie gespielt hat, braucht aber auch nicht traurig zu sein. Ihr könnt das Ding auch mit Wiimote und Nunchuk spielen. Dann macht es allerdings nicht ganz so viel Spaß, denn dann müsst ihr mit den Teilen wild hin und her wedeln und das ist manchmal etwas hektisch. Die Rennen sind relativ abwechslungsreich, es gibt Extras, Sprungschanzen, geheime Abkürzungen, alles was man eben von einem typischen Rennspiel erwartet. Wenn ihr einen besonders hohen Sprung hinlegt, könnt ihr währenddessen auch noch Kombos abfeuern. Auch das funktioniert wieder mit den Trommeln oder eben mit Wedeln von Nunchuk und Wiimote. Das macht wirklich Spaß und sieht auch ganz nett aus, auf Dauer wird es allerdings ein bisschen öde. Und vor allem kommt man dabei sehr ins Schwitzen. Und ganz ehrlich, ich habe von Schwitzspielen seit Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen ein bisschen die Nase voll. Ich werde mal erstmal rasten, bevor ich dann Donkey Kong Barrel Blast auch richtig anspiele. Es muss nicht immer graubraun sein. Frontlines Fuel of War, hier auf der Xbox 360, ist fast schon comichaft bunt. Trotzdem geht's ganz schön zur Sache. Spielerisch gibt's weitgehend gewohnte Shooterkost. Es stürmt Gebäude, verteidigt wie hier bestimmte Stellungen oder kämpft um begehrte Kontrollpunkte. Das soll stets spannende Schlachtverläufe garantieren. Obwohl, ein paar Besonderheiten gibt es doch noch. So habt ihr zum Beispiel in manchen Missionen eine Drohne zur Hand, die für euch erkundet oder sogar kämpft. Außerdem könnt ihr in Vehikel wie Panzer klettern und damit den Gegnern die Hölle heiß machen. Auf der Grafikseite hat uns die frühe Version von Frontline schon sehr gut gefallen. Zwar ist alles unnatürlich grell und farbig, aber es steht ja nirgendwo geschrieben, dass alle Shooter so deprimierende Farben wie Call of Duty 4 benutzen müssen. Noch nicht ausprobieren konnten wir leider den Multiplayer-Modus. Für den versprechen die Entwickler von Chaos jedoch jede Menge besonderer Mätzchen. Lust auf Flammkoteletts? Dann ist das Add-on Overlord Raising Hell genau das Richtige für euch. Wer schon das angenehm böse Hauptprogramm mochte, bekommt in Raising Hell mehr vom Guten. Wieder befehligt ihr eure Schergen durch idyllische Landschaften und löst dabei mehr oder weniger schwere Rätsel. Viele Aktionen werden von den Unterlingen mit frechen Sprüchen kommentiert, durch das ganze Spiel zielt sich jede Menge schwarzer Humor. Raising Hell gibt es nur als Download auf Xbox Live. Overlord-Besitzer sollten sich das garstige Vergnügen aber auf jeden Fall gönnen.